Ja, das IMFP ist vor etwa 4 Jahren entstanden als Gemeinschaftsidee mit der Frau Esther Weber-Vogt. Wir wollten ein Forum schaffen, wo wir möglichst viele Partner zum Thema Ausbildung, Training, Gesundheit auf einer Messe vereinen können. Wir sind inzwischen 15 Kooperationspartner und seit einem halben Jahr auch Fachpate für die Pferd Bodensee. Das heißt, die Messe hat uns beauftragt, hier inhaltlich Experten zu präsentieren zu verschiedenen Pferdethemen. Ich selbst habe eine Schule, wir bilden Hufpfleger und Huftechniker in Deutschland und in der Schweiz aus. Und ich muss sagen, durch meine Mitwirkung am IMFP habe ich meine Arbeit und auch die Angebote unseres Instituts, unserer Schule einfach besser vernetzen können und auch mit einer größeren Qualität anbieten können. Für mich ganz wichtig, was ist das IMFP? Es ist ein Zusammenschluss aus Experten, von Experten, für Experten, aber auch für Leute aus der Reiterei, egal welcher Disziplin. Wir wollen Wissen vermitteln und dass die Leute immer mehr sich wieder im Pferdebereich sicher fühlen, gut betreut, wollen fachkompetente Ausbildungen anbieten für das Pferd, für den Menschen. Es geht aus Respekt um Pferd und Mensch. Wir haben zu zweit angefangen. Heute sind wir 15 Partner. Wir sind international mittlerweile. Wir haben Leute aus der Schweiz, aus Holland, aus Portugal, aus Deutschland. Wir sind offen. Einfach, wir halten den Blick offen und eins unserer Schlagwörter ist, Respekt ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wir laden jeden ein, mit uns fachgerecht auf Augenhöhe zu diskutieren, heute, hier und jetzt und auch in Zukunft. My connection with MFPV, it's coming from long time actually. It's a project that we start 10 years ago with Esther. And she was developing all this stuff, and my connection is really to show the people how the academic equitation can help to have the horses in the good shape, so become a happy athlete. You know, that's why with him and osteopaths and physiotherapists and all the saddle people, everything gets connected. With horses is always not so easy, eh? Everything gets connected, and we need all of these people around to arrive in the situation that man and horse can really communicate and become a happy athlete. So it's that's why I think it's so important that all these expert people get around in this stand, in this project, in order that horses can be happy, and of course, if horses are happy, men are also happy. Wir haben ein Ausbildungsinstitut für Barockpferde und Ponys in Show und Sport, bekommen viele Pferde zur Ausbildung oder auch zur Regeneration, Korrekturpferde, junge Pferde. Und wenn ein Pferd zu uns kommt und funktioniert nicht in der Richtung, wie wir es gerne hätten, dass es widerwärtig ist, dass es bockt, dass es gegen uns geht, dass es Dinge tut, die man nicht haben möchte als Reiter, dann beharren wir nicht drauf, das Pferd zu quälen oder mit dem Pferd intensiv zu arbeiten, sondern wir fragen uns, warum tut das Pferd das? Wahrscheinlich hat das Pferd irgendein Problem, vielleicht hat es Schmerzen, vielleicht hat es muskuläre Verspannungen, vielleicht hat es Probleme mit den Hufen, vielleicht passt der Sattel nicht. Und genau das ist einer der Gründe, warum ich im IMFP bin, weil wir da Partner haben, die wir einschalten können, die uns in diesem Moment helfen. Also das IMFP ist mittlerweile auch wirklich international aufgestellt. Wir haben auf dieser Messe Kooperationspartner aus 4 Ländern, aus Deutschland, Schweiz, Holland und auch aus Portugal. Und wir haben auch viel öfter inzwischen Anfragen von anderen Messen oder auch aus anderen Ländern, wo wir im Prinzip unsere Arbeit vorstellen können und sollen.
bin Geschäftsführerin der Loggera Medical Horse Food UG. Wir bieten eine innovative Online-Plattform, auf der wir Fachartikel veröffentlichen und die in Kooperation mit Tierärzten, Pferdephysiotherapeuten, Osteopathen, Hufpflegern und weiteren Pferdeexperten eben entstehen. Das IMFP ist eine tolle Expertenplattform, bei der ganz viele Pferdeexperten aus verschiedenen Bereichen wirklich zusammenkommen und wirklich einen tollen Wissensaustausch vollziehen, wo wirklich auch die ganzheitliche Therapie des Pferdes im Mittelpunkt steht. Wir wollen wirklich dafür sorgen, dass es Pferden besser geht, dass das Leben für Pferde besser wird und dass eben auch Wissen an Externe auch wirklich vermittelt werden kann.